Ich weiß nicht, ob ich jemals dafür bereit sein werde, aber heute tun wir es. Glaube ich nicht. Ja. Hat Pep. Ich weiß ja nicht, was mit meiner Verdauung in den letzten Jahren schiefgegangen ist, aber ich konnte ganz schön was essen. Rise and shine. Willkommen zu diesem neuen Video hier. Das Video stand schon sehr, sehr lange auf der Notizenliste. Ich habe mich nur... Und eigentlich heute, ich weiß nicht, ob ich jemals dafür bereit sein werde, aber heute tun wir es. Wir gucken uns nochmal mein altes Video gemeinsam an. Gucken, was ich dort gegessen habe. Essen das quasi heute nach. Ich habe es mir auch noch nicht angeguckt. Konnte mich noch nicht überwinden. Das letzte Mal, als ich es halt damals geschnitten habe. Aber irgendwo bin ich ja auch stolz auf diese Sophie. Sie hat sich getraut. Aber ich glaube, wir empfinden trotzdem ein bisschen. Na, ihr Fremdscham und ich Selbstscham. What I eat in a day... Healthy and realistic. Hey Leute und herzlich willkommen zu meinem zweiten Video hier. Genau, heute möchte ich euch zeigen, was ich über den Tag so esse. Also quasi Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Also ganz kurz, ich rede ja so kindlich. Also klar, ich bin jetzt 4 Jahre älter, logisch. Irgendwo, wie alt war ich da, 19? Gerade ist es halt so, dass ich... Moment, nein, ich kann den Kühlschrank nicht so lange offen halten. Das kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Ich mir heute einen Smoothie zum Frühstück, weil es auch schon dann wieder um 1:30 Essen gibt. Erstmal zur Orientierung. Wir befinden uns bei meiner Familie zu Hause, wo ich natürlich früher gewohnt habe. Wem die Kunstwerke aufgefallen sind, waren mein Bruder und ich. Haben wir auf jeden Fall mit Liebe damals gemalt. Meine Mama war ganz stolz. Die hängen bis heute noch an der Tür. Was mich aber trotzdem jetzt gerade am meisten verwirrt, ist, dass ich einen Shake zum Frühstück esse. Oder kommt da noch was? Nee, es gab echt nur einen Shake zum Frühstück. Das auch nochmal zum Thema Fitnessbubble. Wie gesagt, an mir, klein Sophie, ging das damals auch nicht vorbei. Und, ne, 2020 habe ich halt gerade frisch mit meinem Studium begonnen. Für alle, die übrigens noch dazugekommen sind, ich studiere Deutsch und Sport auf Lehramt. Und gerade Sport, muss ich mal ganz kurz ausholen, das war so eine Sache. Ich bin, würde ich sagen, ich bin kein unsportlicher Mensch, aber ich bin auch kein jetzt krasse Sportskanone. Also es ist so... Durchschnitt, würde ich sagen. Mein Vorteil war, ich habe sehr, sehr viele Sportarten früher als Kind gemacht. Das heißt, es ist für mich dann nicht so schwer gewesen, jetzt auch in meinem Studium. Ich bin jetzt zum Glück auch mit Sport fertig, wobei es auch, also jetzt nicht zum Glück, ich bin fertig und ich kam so okay in die Kurse rein, ich kam schon mit, ich habe auf jeden Fall bestanden, aber ich war jetzt so kein Überflieger. Aber es gab ja auch gerade Leute, die super krass waren, die irgendwie auf dem Sportinternat jahrelang waren. Zum Beispiel meine Freundin Naomi aus dem letzten Video, die ist super gut in Handball. Und die war zum Beispiel auf dem Internat. Ja, mit so Leuten war ich dann da zusammen und hatte ja auch meine Eignungsprüfung machen müssen damals. Naja, kurz und knapp habe ich dann gemerkt, dass ich doch ein bisschen was sportlich tun muss, um dieses Studium irgendwie zu überstehen im Sport. Jedenfalls war die letzte Disziplin, die wir machen mussten, 2,5 Kilometer laufen, beziehungsweise joggen. In irgendwie 10 Minuten 30 oder so. Also für jemanden, der halt nicht joggen geht, ist das wirklich schwer. Und ich war damals, ich war keine Joggerin, ich habe es gehasst. Das ist auch so witzig, weil das ist ja jetzt meine Sportart, die ich super gerne mache und ich eigentlich so gut wie nie habe schleifen lassen seitdem. Naja, und ich bin als Vorletzte eingelaufen. Und ich war auch nur Vorletzte, weil quasi die Letzte, die eingelaufen ist, Lungenprobleme hatte. Und es ist völlig berechtigt, dass man dann natürlich nicht so gut ist und es einem natürlich schwerer fällt so. Ab dem Zeitpunkt habe ich mir jedenfalls geschworen, das war im Juli, da war auch die Eignungsprüfung und im Oktober hat ja dann auch die Uni schon begonnen, dass ich bis dahin an meiner Ausdauer arbeiten muss. Also unbedingt, weil die Eignungsprüfung war ja so das Mindeste, was du mitbringen musstest, damit du auch das Sportstudium schaffst. Und dann habe ich jedenfalls mit dem Joggen angefangen. Meine Motivation war, dass ich für die Uni fit bin und mittlerweile, wie gesagt, mache ich es ja bis heute noch und das jetzt auch einfach nur noch aus Spaß, beziehungsweise ich brauche das, weil ich so meinen Kopf frei bekomme, weil es mir einfach gut tut, weil ja, ich auch so im Alltag einfach merke, ich bin ja ein Mensch, der auch immer sehr, sehr gerne auf den letzten Drücker erst losgeht. Zu Bahnrennen fällt mir nicht schwer, ich kriege die meistens. Treppen, Stockwerke irgendwie hochlaufen, das sind alles so Sachen, das fällt mir halt zum Glück nicht mehr schwer und das ist so eine Grundausdauer, die ich jetzt habe, was ich einfach schön finde. Und wie gesagt, in Pamelas Videos habe ich noch trainiert, gerade ihre Tanz-Hit-Workouts, die waren super, da kannst du ja auch gar nichts sagen. Nur ich habe mich dann so, weil ich auch dann auf Instagram gefolgt bin und ganz viele Stories und du adaptierst dann halt immer mehr, du nimmst ja auch diese Person irgendwo als Vorbild, was ja auch an sich nichts Schlechtes ist und das, ist ja auch schön, wenn man das macht, aber ne, fing dann Sophie an, Shakes morgens zu trinken, wo ich weiß tief in mir drin, dass mir das nicht schmeckt, sondern weil es war ein Trend, es war cool, du hast keinen aufgeblähten Bauch, du fühlst dich nicht so schwer. Das kann ja auch alles sein. Es gibt auch bestimmt Menschen, die brauchen das teils zum Frühstück, wenn man morgens vielleicht auch noch nicht so viel essen kann. Mir fällt das ja aber eigentlich im Kern nicht schwer und das wusste ich auch, aber es war halt cool. Und es hat halt Pamela gemacht und das war in dem Sinne ja auch nicht ihre Schuld. Das kannst du ja irgendwo auch nicht sagen, aber
Irgendwo schon. Naja, wir schauen jetzt einfach mal, was da reinkommt in diesen Shake. Hier sind schon alle Sachen, die wir für den Smoothie brauchen. Einmal gefrorene Himbeeren, eine Banane, Milch, also es muss jetzt nicht unbedingt Mandelmilch sein, und Eiweißpulver. Okay, ich guck mal, ob ich alles dafür da habe. Es könnte nämlich sogar sein. Mandelmilch haben wir eh immer da, weil das Annes Lieblingsmilch ist. Milch, übrigens noch so eine Sache, kann ich aber bis heute nicht aussprechen. Also, da kann ich der kleinen Sophie gar nichts vorwerfen von damals. Kriegen wir nicht mehr hin in diesem Leben. Dann eine Banane, Himbeeren und da bin ich mal gespannt. Die gute Koro, veganes Proteinpulver. Hatten wir irgendwann mal bestellt, aber noch nicht aufgemacht oder je probiert. Bin ich mal gespannt, weil ich liebe Koro. Ihr wisst, ich glaube, das muss ich gar nicht mehr sagen, aber ich glaube jetzt so Proteinpulver, weiß ich nicht, wie gut das schmeckt. Let's see. Sehr himbeerig, ja. Proteinpulver schmeckt man jetzt irgendwie nicht so raus. Na, vielleicht so ein bisschen. 10% schmeckt nach Vanille, aber ob sich das dann lohnt zu bestellen, sage ich euch ehrlich, ich glaube nicht. Oh. Und? Hey! Supi! Anne hat Scheibenbecher, gell? Ins Auto gebracht. Unsere alten sind nämlich so ein bisschen schmierig, da siehst du. Also es verschlimmbessert eigentlich alles. Wenn du die Scheibenwischer in unserem Auto anhattest, dann hast du eigentlich gar nichts mehr gesehen, weil die so gelb verschmiert waren irgendwie. Hast du supi gemacht. So, ich gehe jetzt nämlich gleich einkaufen fürs Mittagessen, gucken mal, was die gute Sophie gemacht hat. Ich glaube, das war auch tatsächlich noch zu meinen oder zu unseren Fleischzeiten. Wir haben erst, als wir diese Co-Spiracy, C-Spiracy, die haben bei uns wirklich Spuren hinterlassen, diese Dokus, haben wir dann gesagt, nee, kein Bock mehr. Okay. Hallo Freunde, ich fahre jetzt nochmal schnell einkaufen, weil es gibt später Curry zum Mittagessen. Curry, ich kann das so schlecht aussprechen. Curry, Curry. Kann ich auch heute. Kannst du immer noch nicht nehmen. Curry. Aber rotes, weil wir lieben scharf. Oh, das war nämlich stimmt. Es hat nämlich so angefangen mit ihm dann. Wie lange waren wir da schon zusammen? Ein Jahr, eineinhalb Jahre? Irgendwann hat es ja bei mir angefangen, mit der Schärfe ging es nicht mehr, aber da konnte ich noch scharf essen. Also essen wir scharfes Curry zum Mittagessen, toll. Ich fahre jetzt zum Aldi, hole jetzt noch Brokkoli haben wir nämlich fürs Curry, aber wir haben außer Brokkoli nichts für die Pfanne. Halt noch Fleisch. Fleisch. Aber, ja, auch schon mit der Milch heute Morgen. Aber da war es noch ganz schlimm mit Fleisch. Ja. Ich habe es mir so ein bisschen umgewöhnt. Das Ding war halt, du musst jetzt nicht so tun. Mir hat das keiner aus dem Umfeld gesagt. Meine Freunde nicht, meine Familie nicht, aber nicht. Ihr wart es dann, die mir das geschrieben haben. Und ich war auch erst, muss ich sagen, so ein bisschen hört, weil mir jetzt das nicht aufgefallen ist. Für mich so voll die neue Erkenntnis. Aber ja, wir wurden besser. Ich bin jetzt wieder vom Einkaufen. Da ignoriert übrigens die Hintergrundgeräusche. Meine Mama macht gerade einen Tanzworkout. Meine Mutter war auch in der Pamela Reif. Aber ich sag ja, wir waren alle gefangen. Und, ach, oh Gott, habe ich ja ganz vergessen. Habe ich euch erzählt, wollte ich noch Paprika ins Curry reinmachen. Aber ich hatte halt nur 10 Euro dabei beim Einkaufen. Weil ich halt dachte, ich brauche auch nicht mehr. Aber ich habe euch erzählt, Mangostückchen habe ich gekauft. Und dann war halt die Wahl, entweder Paprika fürs Curry oder Ananasstücke. Oh, ich finde das genauso geil. Gut, also es gibt Curry und irgendwie ohne Paprika. Und ich habe mir lieber getrocknete Früchte geholt. Aber ganz ehrlich, so will ich auch heute noch handeln. Ich gehe einkaufen. Brauchte Klopapier und komme dann mit 10 Sachen heim, aber nicht mit Klopapier. Oh, da hast du deine Geldbörse vergessen. Sieht gut aus. Machen wir für mich. Aber ohne Schaf. Schatz, wir machen es originalgetreu, wie ich es damals gemacht habe. Das ist der Sinn dieses Videos. Gut, dann kann ich nicht mithelfen. Nein, das war so eine rote, schärfere Currypaste, aber ich denke, wenn ich ein bisschen mehr gucke, wir kriegen das schon hin. Ich guck, ich mach, ich krieg hin, du kannst essen, das wird schon. Damit wird es jetzt gleich spicy, würzig, scharf. Ja, hat Pep. Empfehlung an der Stelle.
Finde ich so in dem Behälter viel besser, ähnlich wie bei der Alprosane. Finde auch in den Dosen ist immer so unpraktisch, weil es viel zu viel Kokosmilch ist. Zumindest für uns. Und dann wissen wir immer nie, wie wir das noch aufbrauchen. Das kannst du ja bestimmt 1 bis 2 Wochen hier in diesem Tetra-Pack noch verstauen. Also finde ich echt cool. So, das ist jetzt der Curry. Ich blende euch das Bild von meinem Curry von vor 4 Jahren ein. Looks the same for me. I see no difference. You see no difference. Ich glaube, meins war flüssiger damals. Finde ich so besser, muss ich sagen. Wenn es flüssiger ist oder wenn es dickiger ist? So mit dick. Ja, so mit dick, ne? Ich habe halt jetzt 4 Jahre Erfahrung dazu gewonnen. Jetzt bin ich der Currymeister. Curry. Ich bin ehrlich, ich habe mir ein bisschen die Zunge verbrannt beim Abschmecken, weil ich auf gar keinen Fall wollte, dass es zu scharf ist. Jetzt spüre ich nichts mehr. Ja, das schmeckt schon ein bisschen wie früher. Das nächste Mal. Lieber die Paprika noch kaufen, Sophie. Aber ansonsten, ja, gut gemacht. Ja. Außer das Fleisch. Ich habe mir jetzt auch vorsichtshalber Ananasstücke und Mangostücke direkt mitgekauft. Für heute fürs Mittagessen. Wir müssen nur hoffen, dass es das ist. Freunde, ich bin jetzt gerade auf dem Weg hier auf meinem Fahrrad zu meinem Freund. Zu meinem Freund. Habt ihr das gehört? Ich habe noch nicht Arne gesagt. Das war noch mein Freund. So close waren wir da damals noch nicht. So, Freunde, ich habe ja gesagt, Location-Wechsel. Und ich hatte ja gerade schon gesagt, dass ich einen Pamela-Workout gemacht habe. Und machen wir deshalb jetzt nochmal. Ihr kennt's. Ich habe es auch schon bei meinem Freund gebunkert quasi. Eiweißpulver. Sahne-Vanille. Ich war ja schlimm. Wo sind die Ananasstücke? Mit so einem Bone-Mix. Nee, da kommt schon Abendessen. Ich hab mir echt schon wieder so einen Proteinshake reingezogen, ne? Oh. Vielleicht schmeckt's ja mit besserem Licht besser. Also dafür, dass das vegan ist, ist die Konsistenz, ja. Oh, hallo. Hallo. Ist die Konsistenz gar nicht mal so schlecht. Als Shake nach wie vor finde ich es jetzt nicht so gut, aber so zum Backen oder für ins Porridge ist das, glaube ich, ganz nice. Aber... Naja. Wenn Ananasstücke oder... Was ist mit meiner Toffifee, Ära? Toffifee! Ich wette, zwischen den Szenen habe ich da mal 1, 2 gesnackt, aber es wäre ja viel zu uncool. Das ist ja nicht die Fitnessbubble. Die Fitnessbubble ist Proteinshake, Schatz! Was machst du? Er hört mich wieder nicht. Ja, Schatz, du singst uns hier die Ohren voll, wir kriegen ja einen Hörsturz wegen dir und du merkst es nicht mal. Darf ich nochmal nerven? Nerven. Okay, gut. Schön. Ich weiß ja nicht, was mit meiner Verdauung in den letzten Jahren schiefgegangen ist, aber ich konnte ganz schön was essen. Und das anscheinend ohne Blähung, das hat mich nicht so gestört, ich weiß es nicht. Aber mittags scharfes Curry und abends so einen Bohnensalat, aber von allen Sorten. Wir haben nämlich zum einen weiße Bohnen, gerade bei Arnes Eltern zu Hause, die lieben Bohnen und die haben alle verschiedenen Sorten von denen da gehabt. Und ich mag auch Bohnen, nur wie gesagt, meine Verdauung spinnt da so ein bisschen rum, aber wir probieren es heute. Kichererbsen, Mais. Arnes Papa ist nämlich der größte Mais-Fan, den es auf dieser Welt gibt. Und das fand ich schon von Anfang an sehr sympathisch, weil Arne ja kein Mais mag, aber sein Papa liebt Mais. Ich weiß irgendwie nicht, was da genetisch falsch gelaufen ist, dass Arne da irgendwie nicht auf den Geschmack kam. Aber gut, ne? Kidneyböhnchen. Das Ganze habe ich dann mit Salz, Pfeffer, Öl und Essig schwarzem gewürzt. Also ganz nice eigentlich. Will ich auch heute wieder so machen. Hat es auf jeden Fall Ahnung gehabt. Und ein Käsebrot gab es noch dazu, weil in Arnes Kühlschrank gab es immer sehr, sehr viel Käse und vor allem sehr, sehr viele Sorten. Und da haben wir den früher voll oft gegessen. Komischerweise mag den Arne nicht mehr so gerne. Ich habe jetzt einfach mal einen mitgenommen. Es gab leider nur den mit Kürbiskern, keinen normalen. Ja, dazu Brot. Ne? Ich glaube, das wird eine ganz leckere Sache. Mmh, weiße Bohnen sind ja richtig lecker. Mmh, ich mag die Konsistenz schon ein bisschen weicher als eine Kichererbsche. Geschmacksintensiver als eine Kichererbsche. Würde ich auch so gerade schmecken, pur.
Wir haben die Goods, Kichererbsen, weiße Bohnen, Kidneybohnen, Maissalat und dazu meine Käsebrote. Arne ist leider nicht da, obwohl es jetzt eigentlich ganz süß gewesen wäre, weil es ja bei ihm zu Hause war, aber der ist mit einem Freund unterwegs. Was soll ich machen? Er wäre aber mit Sicherheit neidisch auf mein Käsebrot. Lecker. Also hier ist weniger mehr, habe jetzt nicht viel ins Dressing reingemacht. Du schmeckst die Böhnchen alle, vor allem die weißen Bohnen. Schmeckt man sehr krass raus. Ich finde die ja so gut, ne? Ja, also das mag ich. Bohnensalat. Ich muss nur mal gucken, wie ich das heute und morgen so vertrage. Das sind schon für meinen Geschmack sehr, sehr viele Bohnen. Aber habe das ja wie früher auch geschafft. Ich bin mir zu 100% sicher. Ja, ich will alles auf die Pille schieben, aber das kann doch kein Zufall sein. Ich habe ja die Pille 1,5 Jahre genommen und der Körper braucht ja ein bisschen, bis er sich daran gewöhnt. Und ich sage euch buchstäblich, irgendwann habe ich eine zu scharfe Grillsoße auch bei Arnes Eltern gegessen. Zu meinem Steak, ich weiß es nicht. Und dann ging es los. Und ab da konnte ich es nicht mehr essen. Krassesten Bauchschmerzen gekriegt. Und Boden, wie gesagt, auch schwierig. Also nochmal ein Grund, mehr die scheiß Pille abzusetzen. Selbst essen gönnt mir die Pille nicht. Gar nicht. Nach dem Umzug. Wir hören uns. Mir wurde eh nochmals mit diesem Video bewusst, also es war cringe. Ich erkenne diese Person einfach nicht mehr wieder. So wirklich, also so wirklich eine große Entwicklung hinter mir, was man irgendwie selbst manchmal gar nicht so sieht. Also ich wette, wenn ihr nochmal 4 Jahre jetzt zurückblickt, dann oder euch einfach nochmal von vor 4 Jahren treffen würdet, das ist schon krass. Ach, ich würde wirklich die kleine Sophie von 4 Jahren, ich hätte sie mal in den Arm genommen, wäre so, du brauchst nicht nervös sein. Und du brauchst nicht so viele Protein-Himbeershakes morgens zum Frühstück. Du kannst auch ganz normal die langweilige Stulle essen. Du bist trotzdem cool, Sophie. Naja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Falls nicht, ist es schlimm. Einen zweiten Teil kann es ja nicht geben, weil ich habe ja quasi nur ein erstes Video. Von daher hoffe ich, ihr habt es überlebt. Und ja, das war's von der kleinen und großen Sophie. Ja, wenn wir uns am Sonntag wiedersehen. Wenn wir uns da sehen. Ich muss mal gucken, weil am Samstag ziehen wir tatsächlich in die neue Wohnung. Das heißt, das Video am Sonntag, vielleicht kommt es auch am Montag. Ich muss mal gucken, wie aufwendig der Umzug ist, aber das Sonntags- oder Montagsvideo wird das letzte hier sein. Ist es nicht insane? Wenn Sonntag nichts kommt, sehen wir uns Montag. Dann verzeiht es mir, da war der Umzug einfach ein bisschen stressig. Ich gucke einfach mal. Aber bis dahin, passt ihr auf euch auf. Seid gut zu euch, seid fair zu euch, seid stolz auf euch. Und dann wünsche ich euch bis dahin eine gute Zeit, ne? Ich drücke euch ganz fest. Macht es gut, Kuss auf die Linse und bis ganz bald.